Schön, dass du da bist, liebe Waage. Was oder wer kommt Neues in dein Leben? Das möchte ich dir jetzt fragen. Und ich schaue in die Karten für dich, ins kollektive Feld, liebe Waage. Beachte dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn es der Mann bist, traf das entsprechend um. Liebe Waage, was oder wer kommt Neues in dein Leben? Gültig ist diese Legung. Circa 4 Wochen. Dem heutigen Neumond im Juni 2023. Gut, dann lege die Karten aus. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch vorspulen. Ich werde da jetzt ein nicht sonderlich viel sprechen, du versammst also nichts. Dauert ein bisschen, gell? Ich hoffe, man kann das so sehen. Glaube aber schon. Es scheint die Sonne und es blendet etwas. Waage. Gut, dann starten wir los. So, ich beschreibe mal deine jetzige Situation, liebe Waage, gell? Damit du weißt, ob du mit diesem Orakel resonierst überhaupt, ja? Also, deine Position ist hier, dass du dich total in der jetzigen Situation, ja, jetzt wo du dieses Orakel schaust, offen bist, um deine Zukunftsträume, Sehnsüchte zu verwirklichen. Okay? Ich habe in der Vergangenheit, also das, was sozusagen hinter dir liegt, habe ich total kompliziert, Probleme, Verwicklungen und das hast du wirklich hinter dir gelassen. Es liegt zwar nur in deiner Aura, ja, aber du hast es abgeschlossen. Okay? So ist jetzt einmal deine jetzige Energie. Wenn du sagst, ja, so geht es mir im Moment wirklich von der Einstellung her, dann bleib gern dran. Wenn nicht, dann schau dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen, liebe Waage, gell? Nachdem es eine kollektive Legung ist. Okay, was oder wer kommt Neues in dein Leben? Gut, da habe ich von den Karten her folgende Informationen. Ich habe, das was Neues in dein Leben kommt, habe ich hier liegen einen Kontakt mit einem Menschen. Oder das, was als nächstes auf dich zukommt, ja. An Kontakt mit einem Menschen, den du bereits kennst. Und es ist so, weißt, wann das dann auf dich zukommt, ja?
Hobby, das du nicht recht warst. Also mit diesen Menschen hast du bereits Kontakt. So, ja. Den kennst du vielleicht von länger her auch, das kann auch sein. Oder du hast erst kurz mit dem Kontakt, liebe Waage. Und du kann übrigens übers Internet auch sein, ja? Oder über soziale Netzwerke, diverse Messenger-Dienste, wo sich der eben dann meldet, ja? Beziehungsweise wo Kontakt aufgenommen wird. Und du, es liegt ganz interessant, du bist da nicht ganz sicher, was du mit diesem Kontakt machen sollst. Es ist ein gewisser Stresspunkt aus der Vergangenheit bei dir vorhanden. Das betrifft aber nicht diesen Menschen, sondern das rührt her von einer anderen Verbindung. Das rührt her von einer Partnerschaft, die dich im Herzen sehr berührt hat und die aber beendet wurde, der partnerschaftsähnlicher Verbindung. Ja. Das war sehr schmerzhaft für dich. Und daher bist du, was diesen neuen Kontakt oder neuen alten Kontakt, ja, betrifft, vorsichtig. Du hast, ja, ich habe schon liegen, du hast Ängste, ins Neue zu gehen, obwohl du dir das sehr wünschst. Ja. Das ist schon da. Es kann sein, dass du Single bist oder falls du eine Partnerschaft hast, dich sehr alleine fühlst und du möchtest dein Leben gern wieder genießen. Ja. Und diese Möglichkeit ist jetzt da. Das, was da ansteht, ist auch, liebe Waage, noch ein bisschen eine Ausreinigung von dieser problematischen Vergangenheit. Da sind noch Verstrickungen da, die dich vor allem im Beziehungsleben, die das sozusagen erschweren, dich zu öffnen. Ich habe liegen, dass es sein kann, dass sich dieser jemand, ja, wo es so schwierig war, nochmal meldet, um was zu klären. Und dann gibt es aber diesen anderen Menschen, der doch zweimal auf dem Kartenblatt, liebe Waage, und das ist ein sehr verankerter Mann, sehr angekommen in seinem Leben, auch sehr gefühlvoll, ja, sehr sozial. Und da gilt sozusagen eine Entscheidung zu treffen in Sachen Liebe, ob du da in eine Verbindung gehen möchtest. Das ist natürlich deine Wahl, liebe Waage. Also da gibt es jemanden, der, so ist es im kollektiven Feld, mit dem du bereits Kontakt hast, beziehungsweise mit dem du eine gemeinsame Vergangenheit hast, der sich da meldet und wo du einfach halt dann diese Zweifel hegst, ja, weil die Vergangenheit oder das, was du bisher von diesen Menschen kennengelernt hast, dich sehr auffüllt und stressig ist, ja. Und dann gibt es da diesen zweiten Menschen, mit dem hast du noch keine gemeinsame Vergangenheit. Vielleicht hast du Kontakt, aber noch keine gemeinsame Vergangenheit. Und
Das schaut recht solide aus, liebe Waage. Schau einfach mal. Ja, spiel eine betreffend der Vergangenheit. Ich schaue mir jetzt in der Fortsetzung an, was der Rat der Karten ist, betreffend für dich, ja, betreffend diesem Herrn, mit dem du da in der Vergangenheit hast. Das sind eigentlich drei. Mit dem einen, du bist noch am Verarbeiten mit der Vergangenheit. Das war wirklich ziemlich ganz, ganz schwere Themen, ja, Verstrickungen, und es hat dich sehr gebremst eigentlich. Dann gibt es diesen Herrn hier, liebe Waage, der den du auch schon kennst oder Vergangenheit gibt, der sie mört. Und jemand komplett neuen. Ja. Der, mit dem du da diese ganz schwere Vergangenheit hast, das kann auch eine Partnerschaft gewesen sein oder Partner, ähnliche Verbindung, aber über längere Zeit. Da hätte ja, dass sie der meldet oder melden möchte. Ja? Und es steht da Entscheidung an, auch betreffend diesem neuen Menschen, den du da überhaupt noch nicht, also wenn, dann ist der Kontakt ganz neu. Und oder ihr habt euch ein, zwei Mal gesehen. Also da ist noch keine richtige Vergangenheit vorhanden bei euch. Was raten dir die Karten? Das schauen wir jetzt in der Vergangenheit, in der Vergangenheit, sage ich, in der Fortsetzung, keine Verzeihung. Was raten dir die Karten dazu? Entscheidung in Sachen Liebe steht an, liebe Waage. Und Link findest du in der Infobox. Ich freue mich sehr drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mit dabei warst, und bis bald. Viel Segen für dich, Stella.